Das 9-Euro-Ticket gehört für viele schon zum Alltag. Trotzdem kosten die Tickets ab morgen wieder einiges mehr. Denn eine dringend gebrauchte Anschlusslösung lässt noch auf sich warten. Dr. Andreas Schröder von ProBahn NRW hat genaue Vorstellungen, wie das neue Ticket sein sollte. Die optimale Anschlusslösung wäre für uns ein Angebot, das alle mitnimmt, also auch Gäste, die im Fernverkehr sind, auch Geschäftsreisende etwa, die wurden jetzt etwas vergessen mit dem 9-Euro-Ticket. Und es sollte eine Lösung sein, die deutschlandweit gilt, sehr leicht verständlich ist, einfach zugänglich ist und eben auch einen attraktiven Preis hat. Und über den Preis will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Doch gerade der Preis beschäftigt die meisten ÖPNV-Nutzer. Eins steht nämlich fest: Das neue Ticket wird mehr als 9 Euro kosten. Die DVG unterstützt alle Maßnahmen, die mehr Menschen in Bus und Bahn bringen und damit die Nutzung des ÖPNV stärken. Klar ist aber auch, dass derart stark vergünstigte Tickets keine auskömmliche Refinanzierung des Verkehrsangebotes sicherstellen können. Bei jeder Form von Nachfolgeregelung, die ein vergünstigtes Ticket beinhaltet, muss also die Frage der Finanzierung des Gesamtsystems ÖPNV besonders bedacht werden. Die Duisburgerinnen und Duisburger wünschen sich weiterhin ein günstiges Ticket. Sie haben das 9-Euro-Ticket nämlich oft genutzt. Das war eine ganz tolle Sache. Schade. Ich hoffe, das kommt wieder. Du, ich würde es gerne mal beibehalten, weil 9-Euro-Ticket die letzten Monate und die Züge waren ein bisschen voll. Aber wenigstens hat man ein Ticket für 9 Euro, wo man überall hinfahren konnte. 9-Euro-Ticket möchte ich gerne noch ganz lange weiter haben, weil wir dann wunderbar auf die Weihnachtsmärkte fahren könnten. Überall, wo wir hinwollen, wo ich sonst viel Geld bezahlen muss. Ich hoffe, dass da irgendwie eine gesunde Mischung zwischen 9 Euro und irgendwas, was da jetzt tatsächlich im Gespräch ist, zustande kommt, damit das auch wieder genutzt werden kann. Ja, dass es halt so ein Anschlussticket gibt, irgendwie, was auch bundesweit gilt auf jeden Fall, also nicht nur innerhalb von Nordrhein-Westfalen, für 30, 40 Euro dann zum Beispiel, was halt auch irgendwie finanzierbar ist, ne, für Otto-Normalverbraucher. Aber auch für Autofahrer wird es teurer, denn der Tankrabatt endet morgen wieder. Besonders bei Pendlern, die aufs Auto angewiesen sind, sorgt das für hohe Kosten. Kosten, die durch eine Folgelösung sinken könnten. Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, über kurzfristige Maßnahmen wie den Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket hinaus dauerhaft Lösungen zu finden, damit Mobilität eben für alle bezahlbar bleibt, auch für diejenigen, die mit dem Auto zum Beispiel zur Arbeit fahren müssen und keine Alternative haben. Deswegen sind wir als ADAC auch dafür, zum Beispiel die erhöhte Pendlerpauschale nicht erst ab dem 21. Kilometer zu gewähren, sondern schon ab dem 1. Kilometer. Denn viele Pendlerinnen und Pendler sind eben auch in diesem Streckenbereich unterwegs. Um trotzdem beim Tanken Geld zu sparen, appelliert Thomas Müther an alle Autofahrer: Besser ist es auch in Zukunft, die Preise zu vergleichen zwischen den einzelnen Anbietern und vor allen Dingen dann auf Dauer immer zu gucken, wo ist die günstigste Zeit im Tagesverlauf. Und das ist in der Regel am Abend zwischen 18 und 19 und 20 und 22 Uhr. Ob die Tankpreise direkt ab morgen wieder steigen, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Es braucht dringend neue Lösungen. Für Autofahrer, aber auch für Bus- und Bahnreisende.